zeigen in der Liga. Und so geht man natürlich davon aus, dass es gegen Neumühle auch reichen wird. Ja, der gesamte Neumühler Sportverein bedankt sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung. Und das sind die DEVK-Versicherung, Antenne MV, Arion, die Stadtwerke Schwerin, die Fachanwaltskanzlei Barklage, Brickwedde, Dahlmeier und Rother. Und inzwischen, nachdem die Ecke des FC Hansa Rostock ins Leere verlief, sehen wir Stefan Molzahn, der nun eingewechselt werden soll auf Neumühler-Seite. Aber erstmal gibt es nochmal Abstoß von Stöwe. Und man sieht drei Leute jetzt vorne in der Sturmreihe versammelt bei Neumühle. Man wird also etwas mutiger. Warum auch nicht? Was hat man hier zu verlieren? Das Spiel gewinnen kann man wohl nicht mehr, aber einen Ehrentreffer könnte man ja noch erzielen. Der Mann, der hier die gesamte Stadiontechnik macht, André Kuchenbecker. Tropical Island, Edeka, Aktivmarkt, dem Siebenseen-Center. Und das war jetzt mal die Chance für Neumühle. Schön den Ball mitgenommen von Sebastian Apitz. Und jetzt der Konter des FC Hansa Rostock. Und kein Problem, Stöwe ist da. Der Firma Heiko Wundero, der Firma Wölk Event Service GmbH, der Firma HKL, Ulsport, dem Herrn Pollenberbig und der Firma Dr. Wenzel Immobilien. Und jetzt nochmal Apitz, der den Ball vorne unterbringt. Kerner kann den Ball sicher aufnehmen und leitet dann heute den Konter ein. Bulli wart und wenn der ins Laufen kommt, scheint er nicht zu halten. Aber die Flanke dann ins Leere. Tobias Jenige kann sie aufnehmen. Den Ball zurückspielen. Und die Flanke aus dem Halbfeld landet in der Abwehr von Neumühle. Oh, Apis hilft sich da mit den Armen nach. Es gibt Freistoß für Hansa. Und inzwischen Wechsel bei Neumühle. Jetzt kommt angesprechend Stefan Molzahn aufs Feld. Michael Borm verlässt das Feld und Stefan Molzahn kommt unter dem Applaus der Zuschauer und einige Spieler nun aufs Feld. Und das war ein schöner Pass. Jetzt mal die Möglichkeit zur Flanke. Setzt sich durch. Jetzt an der Grundlinie die Möglichkeit zur Flanke. Kommt Ball. Oh, die große Möglichkeit. Für den Neumühler SV durch Florian Hemp. Und weiter kämpfen sie da. Schön reingespielt. Sebastian Apitz, der Kapitän. Wird aber abgedrängt. Ist auf der Grundlinie wieder raus und versucht sich da durchzusetzen gegen Björn Ziegenbein, das klappt nicht. Das war sie doch, die große Chance für den Neumühler SV. Und das Stadion ist sofort da und Neumühle versucht danach zu setzen. Aber Jenike ist dazwischen, kann das unterbinden. Und setzt sich da durch auf der linken Seite und leitet die Chance für den FC Hansa Rostock ein. Dringt in den Strafraum ein, in der Mitte sind zwei frei, Vujanovic und Stöbe. Und da rennt ein Neumühle und der Rostocker zusammen, Enrico Neitzel, liegt da auf dem Boden und auch Michael Drefahl. Beide medizinischen Abteilungen sind bei ihren Spielern. Euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid.
Vielen Dank an 6500 Zuschauer. In der Zeit, wo beide wieder stehen. Die erfreuliche Nachricht. 6500 Zuschauer haben hier heute den Weg ins weite Rund gefunden. Ich denke, das kann man ohne viel Wissen als Zuschauerrekord für den Neumühler SV verbuchen. So viel hätten nicht in die heimische Ranch gepasst. Und deswegen spielt man heute im Schweriner Lambrechtsgrundstadion. Björn Ziegenbein versucht sich da durchzusetzen, wirkt heute unglücklich. Wir versuchen nicht zuletzt mit seinem Doppel-Aluminium-Treffer in der ersten Hälfte. Wieder Ziegenbein jetzt mit einem Beinschuss, aber der zweite. Da bleibt er hängen an Nils Grüntal und jetzt gibt's Eckball für Hansa Rostock. Und da ist der Ball im Tor. Nach der Ecke, Bullibard bringt den Ball wieder rein. Da war es, glaube ich, Enrico Neitzel. Mit dem 7:0 für Hansa Rostock. Und das nächste Tor für den FC Hansa Rostock. Thomas Siebel. Damit steht es in dieser Partie für den Neumühler SV. Und für den FC Hansa Rostock. Siebel. Und in der Halbzeit gibt es einen Wechsel beim FC Hansa Rostock. Großömmchen kommt nun ins Spiel für Stefan Gusche. Bekommt auch noch seine Einsatzzeit. Und für den Neumühler mit Anstoß. Weiter und immer noch geht der FC Hansa Rostock bis weit in die Neumühler Hälfte drauf. Die können ihn noch ausschlagen. Ein Wurf für Hansa Rostock. Ein wenig ungestüm von Thomas Möller. Oh, schön gespielt. Jetzt wieder Bojanovic bringt den Ball rein, aber vier Neumühler sind da, können den Ball wieder raustragen. Und trotzdem landet der Ball wieder beim FC Hansa Rostock, die gut aufgestellt stehen. Und jenige mit einem Kopfball von der Strafraumgrenze. Kein Problem für Stöbe, der ein gutes Spiel macht heute. Ein Doppelpassversuch, gut aufgepasst von Robert Müller. Kerner ohne eine wirkliche Prüfung heute.
Das ist doch jetzt inzwischen sehr, sehr ruhig geworden. Die ersten Zuschauer machen sich fertig Richtung Ausgang des Spiels. Ja, entschieden 7:0 für der FC Hansa Rostock hier und wird in die nächste Runde des Pokals einziehen. Und jetzt hatten wir noch mal dem Neumüller Fanclub, der noch ein wenig Leben in das Rund bringt, während es Ecke gibt für den FC Hansa Rostock. Und Stöber hat den Ball erneut. Versucht das Spiel zu beruhigen. Seine Männer nach vorne laufen zu lassen, bringt den Ball dann selbst nach vorne. Und Ziegenbein eigentlich etwas unglücklich, bekommt den Ball dann doch zum eigenen Mann. Und Hansa spielt das jetzt sicher und ruhig zu Ende hier. Michael Wiemann wird da nicht angegriffen, kann da durch die halbe Neumühler Abwehr spazieren, spielt den Ball raus auf Boulevard. Erst jetzt kommt ein Gegenspieler und da ist das Tor dann doch noch. Bujanovic 8:0, er wird eigentlich nur angeschossen, das war mit der Brust, wenn ich es richtig gesehen habe. Also hat sogar ein bisschen mit dem Oberarm aber angelehnt und das Tor zählt nicht. Ah, da hat sich auch der Stadionsprecher verwirren lassen. Das Tor zählt nicht. Es bleibt beim 7:0. Und Vujanovic bleibt unglücklich. Dann sagen wir mit dem Oberarm, der Schiedsrichter zählt es als Handspiel. Und so bleibt es hier beim 0:7. Und da haben sie sich mal schön den Ball geholt und sofort wieder zurückgekämpft von René Lange. Und dann ist es abseits, wenn ich den Schiedsrichter da richtig gesehen habe.